Wusstet ihr, dass ihr, wenn ihr zu Gott gehört, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung in euch habt? Wenn wir sagen, durch Jesus stehe ich gerecht vor Gott, reden wir von einem Geschenk, das Gott in unseren Geist hineingelegt hat. Ihr könnt sogar sagen, ich bin geduldig, ich habe Selbstbeherrschung, denn das ist wahr, selbst wenn ihr diese Dinge noch nicht nutzt. Ich bin wie eine Trainerin, die euch dabei hilft, sie einzusetzen. Damit jeder, mit dem ihr es zu tun habt, erkennen kann, wie diese guten Eigenschaften, die Gott in euch hineingelegt hat, auch durchkommen. Jeder Mensch soll wissen, dass auch er diese Eigenschaften durch eine Beziehung zu Gott haben kann. Doch wenn unsere Seele, die sich gewissermaßen zwischen unserem Geist und unserem Körper befindet, wenn die Seele mit allem Möglichen zugemüllt und nicht dem Geist unterstellt ist, kann es sein, dass ihr zwar Christen seid, aber eure Seele trotzdem von eurer alten Natur beeinflusst wird. Wir können jedoch dazulernen. Darum geht es unter anderem im Leben. Wir sind in einem Lernprozess, in dem wir uns verändern, wachsen und reifen. Wir lernen, unsere Seele von unserem Geist beeinflussen zu lassen, indem wir biblische Wahrheiten verinnerlichen. Es geht um mehr als jeden Tag ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Tatsache ist, ihr könnt für den Rest eures Lebens meine Vorträge hören, doch wenn ihr das Gehörte nicht umsetzt und euch damit nicht innerlich identifiziert, wird euch das wenig nützen. In dem Fall erhalten wir nur Informationen, einfach Informationen. Wir brauchen aber nicht noch mehr Informationen. Wir brauchen eine tiefe Erkenntnis. Die Dinge müssen für uns lebendig werden. Wir müssen die Wahrheiten der Bibel verinnerlichen. Mir gefällt es, wie die Amplified Bibel das in den Psalmen und den Sprüchen ausdrückt. Da steht, hört das Wort, respektiert das Wort, empfangt das Wort und setzt es um. Wenn wir also die biblischen Wahrheiten verinnerlichen, wird unser Geist mit der Zeit stärker und stärker und stärker. Sobald wir aufhören, unsere alte Natur zu nähren und ihr nicht mehr erlauben, dass sie immer ihren Willen bekommt, wenn wir aufhören, unsere alte Natur zu nähren und ihr immer nachzugeben, wird sie langsam schwächer und schwächer. Es wird dann nicht mehr lange dauern, bis unsere Seele, also unsere Gedanken, unser Wille und unsere Gefühle vom Geist bestimmt werden. Auf einmal fangen wir an, in den richtigen Bahnen zu denken. Wir erleben, dass wir nicht immer das tun müssen, was uns unsere Gefühle vorschreiben wollen. Da ist mehr. Wir können unseren Willen aktivieren und das tun, was Gott will. Genau das möchte er von uns. Er ist so wunderbar. Lukas 21, Vers 19. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Manche Bibelstellen lesen wir schon jahrelang und verstehen sie immer noch nicht. Also mal langsam. Was bedeutet das? Durch euer standhaftes Ausharren. Nun, wir sollen geduldig durch Dinge hindurchgehen. Ich sage immer, es gibt bei jeder Sache einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Der Anfang macht uns nichts aus. Er ist aufregend und schön. Juhu, ich werde ein reifer Christ. Juhu. Ja, Herr, gib mir Geduld. Doch das betet ihr nur so lange, bis ihr es besser wisst. Wenn ihr schon seit 30 Jahren mit Gott lebt, überlegt ihr euch vorher sehr gut, ob ihr ihn um Geduld bitten wollt. Ihr wisst, dass ihr ihn, wenn es um Geduld geht, um Hilfe bitten müsst, aber ihr wisst gleichzeitig, was dann auf euch zukommt. Das gilt auch, wenn ihr ihn um Demut bittet. Nur die wirklich tapferen Christen beten ganz bewusst um solche Dinge. Ja, so ein Gebet geht einem leicht über die Lippen. Und es ist schön, wenn man am Ende dort angekommen und geduldig, demütig und freundlich ist. Doch viele, viele Menschen schaffen die Strecke dazwischen nicht. Es geht um geduldiges Ausharren.
Wenn ihr schon länger an Jesus glaubt, wisst ihr, dass die Geduldigen eine Belohnung bekommen werden. Eine Rückerstattung sozusagen. Vielleicht klingt das komisch, aber wir sollten wissen, dass wir dafür belohnt werden. Es ist hart, schwierige Dinge durchzustehen, wenn man nicht weiß, dass am Ende eine Belohnung auf einen wartet. Wer würde schon gern jeden Tag arbeiten, ohne dafür ein Gehalt zu bekommen? Gott hält Belohnungen für uns bereit. Nicht unbedingt in Form von finanzieller Vergütung, sondern in Form von Freude, Frieden und Gerechtigkeit. Er kümmert sich um uns und wir bringen gute Früchte hervor. Wenn wir Jesus nachfolgen, warten unterschiedliche Belohnungen auf uns. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Ich will es mal so sagen, entweder lernen wir, unsere Seele in den Griff zu bekommen, oder sie hat uns im Griff. Wisst ihr, ich war schon viele Jahre Christin, ohne solche Inhalte jemals gehört zu haben. Bei uns ging es immer nur um Glaubenslehre. Ja, wir alle brauchen fundierte und gute Lehre, aber wir müssen auch wissen, was in unserer Seele vor sich geht. Wir müssen unsere Gefühlswelt verstehen lernen.